Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu der Auflösung unseres Giveaways. Wir hatten ja nun mehrere Giveaways in den letzten Tagen. Das hier ist unser YouTube-Giveaway gewesen, wo ihr zwei Premium-Schiffe und einen CC-Container gewinnen könntet oder konntet, wenn ihr bis 12 Uhr, wir haben es jetzt 12:29 mitgemacht habt und hier euren World of Warships Ingame-Namen gelassen habt, inklusive Server und so einen kleinen netten Text, wo ihr so ein bisschen schreibt, wie ihr Seekräuter kennengelernt habt möglicherweise oder wo ihr es einfach nur gratuliert, wie ihr gesagt haben wolltet. Ja, wir hatten einige, die mitgemacht haben. Nicht ganz so viel wie beim letzten Giveaway. Das liegt vielleicht daran, dass wir sehr viele Giveaways hatten. Könnte sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob vielleicht sogar zu viel für euch war, um da durchzublicken. Wir haben es versucht, so transparent wie möglich zu gestalten. Vielleicht das nächste Mal ein Ticken weniger. Fragezeichen an euch. Wie gesagt, schreibt es mir gerne unter dieses Video. Wir haben eine ganze Menge Kommentare erhalten. Teilweise auch wirklich super ausführlich hier von Christian, von Launi und von Lord Nord, von Michael, dann gibt es noch weitere von, ich muss ja gerade mal gucken, Hermann Rellig, der sogar die Sache jemand anderem schenkt, sozusagen, also anderen Vortritt lässt. Da Hugi hat wieder geschrieben, Frank G. und so weiter. Also ich sage einfach mal vielen, 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 vielen Dank, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht gewinnen solltet, dass ihr hier so zahlreich mitgemacht habt und wirklich auch ausführlich eure Meinung geschrieben habt, zumindest teilweise. Und das hilft einfach enorm, auch dann auch sich nochmal zurückzuversetzen. Wie habt ihr uns kennengelernt? Wo waren wir da gerade? Ja, manch einer hat geschrieben, ich guck euch seit 700 Abonnenten, der nächste bei 2500 dazugekommen und so weiter und so fort geblieben. Und das bedeutet mir sehr viel oder uns sehr viel. Und ich freue mich einfach auf die nächsten Monate und Jahre mit euch. Und wir werden jetzt hier einfach die Adresse einmal kopieren, gehen auf den Comment Picker, fügen hier die Adresse ein, bild dann gleich die Duplikate. Wenn ich jetzt hier die Comments ziehe, dann haben wir 58 Kommentare, die hier ja, in der Liste stehen sozusagen, die einmalig waren. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt durch und fangen mit einem CC-Container an. Also, Platz 3 bekommt heute Trommelwirbel, ding-ding-ding-ding-ding, Tobias86K. Ich wünsche euch alles Gute zum Jubiläum, macht weiter so, Lochi86. Alles klar, Lochi. Dann bist du dabei, Lochi86. Du bekommst nachher in-game den Code von mir zugeschickt. EU-Server. So, weiter geht's dann auch gleich mit Platz 2. Bliska Wiska gibt's jetzt zu gewinnen. Sagt dem einen oder anderen sicherlich schon was. War mal ein polnischer Zerstörer, ist jetzt ein paneuropäischer Zerstörer geworden. Und Markus Kepler wird in Zukunft mit diesem Schiff durch die Gegend fahren. Er hat die Lenin schon. Perfekt, zum Glück bist du Platz 2 geworden. So kannst du nämlich jetzt mit der Bliska Wiska durch die Gegend fahren. Da ich gestern auch Geburtstag hatte, also am 22.02. ist natürlich mega, dass ihr zur gleichen Zeit Geburtstag habt und vielleicht habe ich mit meinem Geburtstag etwas Glück und gewinne mal was. Ja, hast du! Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Auch nochmal von mir persönlich nachträglich zu deinem eigenen Geburtstag. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Fan von euch und schaue eigentlich in Sachen WoWS nur Seekräuter und Arktika. Ihr macht eure Sache super und seid in den Jahren sehr gewachsen. Macht weiter so. Ja, perfekt. Dann haben wir's, ne? Würde ich sagen. Denn, jetzt, oh, da muss ich jetzt aber ganz genau schreiben. Mit der 3. Denn, der unterstrich HQ. Und das ist auch der EU-Server. Und du bekommst das Schiff dann von World of Warships gut geschrieben, also bis zum 16.03. Ne? Bis dahin, wie gesagt, die ganze Geschichte kann ein bisschen länger dauern. Im 2.3. gebe ich dann eben an Wargaming. Und Wargaming hat dann 14 Tage lang Zeit, euch die Premium-Schiffe, die ihr jetzt gewonnen habt, euch gut zu schreiben. Ne? Also nicht gleich am 5.3. bei mir klingeln, wo das Schiff denn bleibt. Jetzt kommen wir dann zu Platz 1. Die Lenin gewinnt heute. Sehr schönes russisches Schiff. Also, ob nur schön, ist ja nur relativ, aber ihr wisst, was ich meine. Ziemlich genau, ziemlich heftig vom Durchschlag her und so weiter. Der Greg 73 Weber gewinnt. Und zwar Britzi und herzlichen Glückwunsch aus der Schweiz. Haben euch auf YouTube gefunden. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Es grüßt Grisha 73.
So, und das war's. EU-Server habe ich auch notiert. Jetzt fängt hier gerade jemand mit seinen Bauarbeiten an. Ich will das Video natürlich nicht unterbrechen. Das tut mir jetzt supermäßig leid. Ich mach's kurz. Die Schiffe gehen, wie gesagt, über Wargaming raus. Bis 16.03. werden die Schiffe bei euch sein. Und ja, ich denke, den Container, den verschicke ich sofort in-game, jetzt im Chat gleich. Und dann, ja, hören wir uns wieder im nächsten Livestream. Heute Abend, 29.02. nicht vergessen, da können wir nochmal 2 Schiffe raushauen. Einmal die Cheshire, dann gibt's noch weitere Codes und so weiter. Also, ich sag danke für eure Treue und dann sehen wir uns in den nächsten Videos im nächsten Livestream. Haut rein, euer Sigros Team, euer Andi. Ciao, ciao.